Jo Leute, und damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video, und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf und der wird heute auf jeden Fall sehr, sehr krass. Also ich denke mal, die meisten sollten wissen, was passieren wird. Es kommt auch schon in einer Sekunde der neue Shop und es wird sehr wahrscheinlich passieren. Ich sehe es auch schon oben. Ja, yep, das John Cena Paket. Okay, das ist wirklich sehr, sehr nice. Man sieht direkt Skin, Hacke und eine Mode. Okay, sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt damit an. Echt sehr, sehr krass, dass sowas reingekommen ist. Also hier, John Cena Paket mit dem John Cena Skin. Den gibt es direkt im normalen Stil hier und auch nochmal mit hier im Ringstil. Okay, also hier direkt einmal mit Bekleidung und ohne Bekleidung, wenn er hier, ich sag mal, im Kampf ist. Und hier hat er auf jeden Fall seine Cappy an. You can't see me steht oben drauf. Ist ja so gesehen sein Spruch. Und er ist wirklich sehr, sehr gut nachgemacht. Also muss ich schon sagen, sieht ihm auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Hier wie gesagt der erste Stil und der zweite Stil. Das ist wirklich nice. Einfach mal John Cena im Spiel hier. Okay, ansonsten noch Rückenaccessoire, WWE Championship Titel. Er war ja schon oft der Champion, das ist so gesehen halt der Gürtel, den er schon ein paar Mal bekommen hat. Und ansonsten gibt es hier einmal die Fünf-Finger-Klatsche als Hacke, auch hier nochmal mit dem You Can't See Me Spruch drauf. Sehr, sehr nice. Und die wackelt auch so ein bisschen umher, sehe ich gerade. Und dann gibt es hier eine Mode, John sichtbar. Und auch hier sieht man nochmal so die Hand, die er so hochhält. Kommt ja auch vom John Cena. Und ich finde auch vor allem sehr cool, dass sie hier dieses Lied auch reingemacht haben, was ich gerade höre. Das ist ja eigentlich so gesehen das richtige Einlauflied von ihm hier. And his name is John Cena. Ich glaube, die meisten kennen das. Echt cool gemacht. Auch nochmal alles einzeln kaufbar. Das Mode ist einzeln kaufbar für 400. Echt verdammt cool. Okay, ansonsten die restlichen Sachen werden heute nichts Besonderes sein. Das Besondere ist einfach wirklich John Cena. Also Fastball hier nochmal zurück, sehe ich gerade. Und der Schlagmann mit Rückenaccessoire. Ansonsten gibt es noch die Hacke dazu. Und hier gibt es noch Home Running Gleiter. Okay, ansonsten noch toxischer Sprayer zurück und Alleenaxt. Okay, was gibt es sonst noch so? Das war's auch schon. Okay, ja, ich gucke gleich mal, ob was Seltenes bei ist. Hier die täglichen Sachen Nachtlicht zurück. Dann gibt es noch Biskin. Okay, ansonsten kleine Schritte ist ein Synchrone-Mode. Ist ganz cool. Und dann gibt es noch Taxi. Hält so hier die Hand hoch, ruft nach einem Taxi. Dann gibt es noch verdienter Sieg. Macht hier einen W mit der Hand für Win. Und dann gibt es noch eine Seither. Kann man halt gut bei dem Win machen oder sowas. Okay, was gibt es sonst noch? Ich glaube, die restlichen Sachen sind gleich geblieben. Dann gucke ich mal schnell, ob hier was Seltenes bei ist. Okay, die beiden Skins hier vorne sind 1 Monat her. Kleine Schritte ist 2 Monate her. Taxi 3 Monate. Verdienter Sieg ebenfalls 3 Monate. Seither auch nochmal 2 Monate her. Hier oben die Sachen 81 Tage und hinten auch das hier wieder nur einen Monat. Ja, und wie gesagt, das Besondere halt wirklich das John Cena Paket. Muss ich ehrlich gesagt sagen, ist verdammt nice gemacht. Das einfach mal hier im Spiel zu haben, ist schon wirklich cool. Okay, das war's auch schon.